Bereits zum fünften Mal fand am vergangenen Wochenende die Nacht der Technik bei der Handwerkskammer in Koblenz statt. Da hieß es wieder einmal Staunen erleben und mitmachen bei vielen Aktionen rund um Handwerk und Hightech. Wir waren für Sie unterwegs. Die spektakuläre Lasershow war nur eines von vielen Highlights, die die Handwerkskammer Koblenz in ihren Berufsbildungszentren zu bieten hatte. Unter den 8000 Besuchern waren auch viele hochkarätige Gäste aus der Landespolitik, die gemeinsam mit Hauptgeschäftsführer Alexander Baden und Präsident Werner Wittlich in die Welt der Technik abtauchten und sich von der Faszination Hightech anstecken ließen. Ein vielfältiges Programm, von der Geschichte der Telekommunikation bis hin zu rollenden Automobilträumen, vom Oldtimer bis zum Rennwagen, bot sich den Besuchern. Und davon war auch Hauptgeschäftsführer Alexander Baden begeistert. Die Handwerkskammer zeigt, dass wir nicht nur aktuelle Neuwagen, die es eigentlich noch gar nicht gibt, technische Highlights zeigen können, sondern auch Oldtimer, zum Beispiel einen Rennwagen von Rudolf Caracciola. Wir bieten alles, was das Herz eines Autofans höher schlagen lässt. Aber es geht noch viel weiter. Wir haben auch Themen zur Umwelttechnologie, neueste Heizungssysteme. Die Koblenzer Energieversorgung hat uns ein Blockheizkraftwerk geschenkt diese Woche. Auch das zeigt, dass man ganz modern Energie und Heizung gemeinsam miteinander betreiben kann. Die fünfte Nacht der Technik stand in diesem Jahr ganz im Zeichen von Technologien und Zukunftsstrategien der Energieversorgung. Entwicklungen also, die das Handwerk und seine forschenden Partner durch ihre Arbeit voranbringen. Beim Rundgang informierten sich die Gäste, darunter der Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag, Christian Baldauf, und die Landeschefin der CDU, Julia Klöckner, davon, dass das Handwerk in Sachen Technologie und Innovation eine Vorreiterrolle einnimmt. Ich finde es sehr beeindruckend, dass das Handwerk und die Industrie hier Hand in Hand arbeiten, dass man sieht, wie auch die Bildungsprägung sich entwickeln muss, damit wir heute in dieser technisierten Welt überhaupt eine Chance haben, diese Maschinen zu bedienen. Also das ganze Ambiente, die Vielfalt und dieser Anschluss zwischen Handwerk, zwischen Industrie zu zeigen, Handwerk ist das Rückgrat unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft, das ist das, was mich fasziniert. Die Faszination Technik konnten die Besucher in jedem Winkel der Berufsbildungszentren der Handwerkskammer Koblenz spüren. Und auch eines der Leitthemen, Energie, konnte hautnah erlebt werden. Wie hier bei der Wärmebildkamera, eigentlich gedacht zum Einsatz bei der Gebäudeenergieberatung, zeigte sie die Begeisterung der Besucher aus der Kommunal- und Landespolitik in bunten Farben an. Eine gelungene Präsentation des Handwerks und seiner Möglichkeiten. Das findet auch der Präsident der Handwerkskammer, Werner Wittlich. Ich denke, das Handwerk nutzt seine Möglichkeiten, sich zu präsentieren, als Hightech-Bereich darzustellen. Und ich finde es immer wieder faszinierend. Und viele, die hier sind, oder die meisten, sind alle restlos begeistert. Es sind ja an dem heutigen Tag einige Tausend, die dann wieder bis heute Abend oder heute Nacht hier sind. Spitzenhandwerk, das auch die Spitzenkandidatin begeistert. Die Vielfalt hat mich fasziniert. Von Autos angefangen, über sich die ankündigende Lasershow. Dann natürlich, wie man rausfindet, wie das perfekte Frühstücksei gewonnen wird, wie man es berechnet. Überall gehört natürlich Handwerk dazu, gehört Kopf und natürlich auch das Handwerk letztlich beieinander. Und was mich sehr, sehr freut, ist, dass jung und alt beieinander sind, die Erfahrenen, aber auch die, die was lernen wollen und vor allen Dingen heute es schaffen, den Interessierten auch unterhaltsam näher zu bringen. Und deshalb bin ich froh, heute da zu sein und der Rundgang ist noch lange nicht zu Ende. Unterhaltung auf allerhöchstem Niveau bot der Damenschneider-Nachwuchs aus Koblenz und Trier mit seiner Modenschau Space on Ice and Human Machines. Avantgardistische Mode aus Textilien der Automobilindustrie. Ausgefallen und mit einem Augenzwinkern fast schon tragbar. Die nächste Nacht der Technik bei der Handwerkskammer Koblenz findet am 5. November 2011 statt. Dann heißt es wieder,
Kommen, staunen, erleben und mitmachen bei der Nacht der Technik. Der Termin für die nächste Nacht der Technik bei der Handwerkskammer Koblenz steht bereits fest. Am 5. November 2011 warten wieder viele spannende Aktionen auf Sie. Weitere Informationen und die Bilder der letzten Nacht der Technik finden Sie im Internet unter hwk-koblenz.de.